kritisch aufstehen lassen, bis er sich bewegt am besten. Na komm schon, er bewegt sich. Kritisch ist an. Wow. Naja, gut, mach's gut, ne? Tschüss. Ich bin sehr enttäuscht vom Breitseiter. Ich werde jetzt gleich nochmal den Server... Aber ich glaube, wir sollten auch mal langsam wieder die Waffe wechseln. Oh, Katharina, gut, dass du da bist. Können wir wieder dein Buff zufällig abholen? Oh, die ist auch schon ein bisschen älter, ne? Aber nichts für ungut, hast dich gut gehalten. Kati, hier, bitte, deine Dienste. Ich check trotzdem auch mal dein Angebot. Ich weiß ja nicht, vielleicht hat sich ja da auch mal irgendwann was versteckt, ne, was wir schon übersehen haben. Ich würde auch was nehmen, was genau, Glasfaseroptiken. Kann man nie genug von haben. Und hier Nukemat. Naja, es ist gerade recht teuer. Aber ich bin nicht wählerisch, wenn es um Nukemat geht. Gut, Kati, stehen geblieben, bitte. Wir sind ja noch nicht fertig. Natürlich. Ich hätte ganz gerne noch die Optimierung von unserem Waffenloader. Dankeschön. Und die Waffe wollten wir auch wechseln. Sind wir denn noch auf verwandte Seele? Nein. Nein. Das geht gar nicht. Nickerchen. Aber vielleicht sollten wir Kati auch mal ein Kleidchen anziehen. Das könnten wir natürlich auch machen. Wir haben noch das wunderschöne Kleid von der Herrin der Mysterien. Eine Sekunde. Ich bin gleich wieder da, Kati. Hatten wir noch Legendary Kram? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Zeig mal. Nee, alles vertickt. Auch wenn ich zwischenzeitlich den Server wechseln musste. Deswegen muss ich hier die Buhu-Maschine erneut anschmeißen. Und das Radio... Und den Corki klatschen und natürlich auch unsere Routine abfeuern. 45er, naja, wir können wieder umschalten. Ich glaube, wir lassen Eldechens erstmal in der Kiste, ne? Es ist nicht vierfach, es ist nicht blutig. Und man, ne, doch, warte mal, blutig war es ja mittlerweile, ne? Eldechen war, nee, Doppel war, genau, Doppelschuss ist das. Es ist nicht blutig, es ist nicht vierfach. Nee. Erstmal nicht, sage ich jetzt. Erstmal nicht, du bist das, ne? Ne, das ist jetzt hier. Das ist unsere Schrottsammelmaschine. Und du bist richtig, genau. Du bist der richtige Automat. Hier müssen wir die Muni ausfüllen. Du darfst wieder 556er. Ja. Gleisbolzen im Falle einer Gleisgewehrnutzung können wir dann selber herstellen. So ist gut. Wunderbar. Nicht allzu lange hier aufhalten. Wir wollen im Flow bleiben. Und dich noch mitgenommen und Wasser. Ach naja, gut, da haben wir jetzt auch erstmal genug. Kati. Kati kriegt ein Kleidchen, was sich hier versteckt hat. Das war das Herren der Mysterien-Gewand oder nur Herren der Mysterien? D oder H? D ist schon durch, ne? Ah nee, es gibt nichts mit D. Gut zu wissen, hätten wir das auch ein für alle Mal geklärt. Herren der Mysterien. Auch nicht. Aber wir haben dieses Kleidchen. Und es hieß irgendwas mit Herren der Mysterien. Ah, oder Outfit Herren der Mysterien. Wenn nicht, schiebe ich das auf. Das rennt ja nicht davon. Das ist schon in Ordnung. Ich glaube, wir müssen den Kram aber auf jeden Fall im eigenen Inventar haben, damit wir Kati damit einkleiden können. Nee, ich finde es auch gerade. Ich habe jetzt auch gerade... Ah, warte mal, stopp. Nee. Gut, dann ein andermal. Ich hätte hier gerne Suchfunktion. Habe ich das schon mal erwähnt? Das wäre toll. Aber Elderchens, du wirst auf jeden Fall bei Zeiten nochmal überrollt. Aber nicht jetzt. Holly Feuer, wir brauchen Munition für dich. Kablumi, du bist die Schrotflinte unseres Vertrauens. Und ansonsten, sage ich jetzt mal... Wumsi, oh Gott, Wumsi. Du bist total leicht, ne? Ja. Wumsi, du bist unsere neue Hauptwaffe. Gut, dann... Naja, du musst trotzdem auf die 1. Kablumi, du hast kurz Pause. Du wiegst 14. Alter Schwede, aber Kablumi bleibt auf jeden Fall in der Sammlung. Wird auch nochmal intensiver genutzt. Doch das bedeutet jetzt auch für uns, wir brauchen noch exotischere Munition für Wumsi. Haben wir davon noch irgendwas im Verkauf? 200, ja, das reicht aber auch, ne? Wir haben sogar noch 30 auf Tash. Ich nehme jetzt noch... Ach komm, steck ein. Das wird fein. Das wird eine schöne Sache. Wir haben ewig nicht mehr mit Wumsi gespielt. Können wir denn überhaupt noch im Schrot finden? Loadout? Ja, wir können. Und wir sind bereit.
Und ist auch noch blutig. Ganz vergessen. Wumsi. Oh, Wumsi. Wer hätte das gedacht? Und ich habe noch viel, viel bessere Nachrichten. Und zwar, wir haben neue Aufgaben dazu bekommen. Zwischenzeitlich. Ernte Mais, Klingenkorn oder eine Tato-Pflanze. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Das können wir doch bei uns im Garten machen. Pflanze etwas in einer Werkstatt oder einem Camp. Zehnmal. Nee, da muss ich eine Werkstatt übernehmen. Das bedeutet billig. Billig, billig, billig. Wir werden Silvia besuchen. Cranberry-Cola wieder trinken. Supermutanten töten und Verbrannte killen. Das mache ich am liebsten per Sniper Rino. Und hier ist auch schon unser Event, wenn wir wollen. Freilandhaltung. 100 Jahre haben wir das nicht mehr gespielt. Ui! Ist da ein Team, dem wir uns anschließen können? Ja, tatsächlich. Was für ein Glücksfall. Kümmern wir uns um die Basics. Besuchertee. Ja, mach's gut, Besuchertee. Cranberry-Soße gibt auch bald den Geist auf. Wir hätten noch ein bisschen. Ach, guck mal hier. Das haben wir ja frisch nachgekocht. Ganz vergessen. Aber die Cranberry-Soße, ne? Ja, die ist fast im Eimer. Schade. Schade um die Soße. Kostet immer mittel viel Mühe. Aber was weg ist, ist weg. Das kann auch nicht mehr gammelig werden. Tato, Tomato. Jawohl, ja. Nice. Nice, nice, nice. Und das Sammeln machen wir, wenn wir wieder hier zurück sind. Jetzt spielen wir erstmal das lange verschollene Event Freilandhaltung. Wo uns am Ende eine wunderschöne Überraschung erwartet. Ich glaube, ihr wisst schon alle, wovon ich rede. Ich brauche den Schäferstab. Und der Schäferstab kommt auf die 5. Nein, ich Blutdurst. Schäferstab. Wir können, wenn wir wollen. Action, 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 Action. Hallo. Oh, wir sind in einem Team. Wir sind in einem Team. Wir können zusammen spielen. Best Friends Forever. Ich nehme den Pfeffer mit. Mach mal die Lampe an. Oh mein Gott, was haben wir denn hier Schönes? Oh, ich grüße dich auch, ne? Ich hatte ja schon gewunken. Plastik, but still fantastic. Und die Säure nicht vergessen. Ich komme. Sahne ist leider alle. Es kann losgehen. Voller Fokus. Es wird richtig, richtig übel. Wir kennen das Event, jetzt alles möglich. Aber wir bleiben im Schrot, finden Lothar. Und wir werden die kleinen Biester, sowie die Wölfe, die uns unterwegs heimsuchen werden, werden wir schön ordentlich mit Wumsi unter Beschuss nehmen. Hier, nimm das, du elender Wolf. Aber Köpfchen, 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 Köpfchen. Schön, schön, schön. Saftig. Leicht verzögert im Schuss. Nicht so angriffsschnell wie zum Beispiel Klopp, Klopp oder so. Aber der Wumms. Der Wumms nach dem ersten Schuss ist über jeden Zweifel erhaben. Wie schön. Wie schön. Aber auch im Bild, ne? Es ist recht groß. Wumsi. Der Name ist Programm. Aber jetzt geht's hier weiter. Dahlia, Mensch. Und Penelope. Wiedersehen mit alten Freunden. Und hier, wer bist du? Daisy. Ach je. Das ist auch ebenfalls 100 Jahre her, dass wir Daisy wiedersehen. Oder naja, das letzte Mal gesehen haben. Ich komme, ich komme. Alles wird gut. Sind da Supermutanten zufällig? Ist das möglich? Ne, es sind kleine Biester. Legendary. Boom, Shakalaka. Legendäre Module von morgen. Mhm. Und eine Kuh ist wieder ein Ausreißer. Kann das sein? Ja, da unten. Ich kümmere mich um den Ausreißer. Ich hatte schon immer ein Herz für Underdogs, die sich hier nicht an Regeln halten können. Ich krieg die wieder auf die Bahn. Wir kriegen die wieder auf die Bahn. Na, Daisy? Ich kann mich an dich erinnern. Du bist eine ganz, ganz besondere Kuh. Du musst nur an dich glauben. Ah! Knallbeere. Und Maschendrahtzaun. Na, come on. Nein, wir bleiben dabei. Das ist eine Fehlanzeige. Wir verlassen nicht das Event. Das ist nicht real. Wir sind wieder da, wo wir sein sollen. Ist das Event jetzt noch aktiv? Hallo? Hallo? Come on. Mach mich nicht schwach. Mach mich nicht. Ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Muss ich jetzt von vorne starten? Das ist mir noch nie passiert. Noch nie. In meinem ganzen Leben noch nicht. Hier in Appalachia. Und an vieles davor kann ich mich gar nicht erinnern. Oh, wir sind ja ein richtig großes Team. Das ist ja cool.
Abend, Hallöchen, Popöchen, tralalalala, Penelope, Action. Und Dahlia, komm, keine Müdigkeit vorschützen. Wir haben zu tun. Ein Sheepsquatch erwartet auf uns. Nein, hör auf, was soll das? Schon wieder. Jetzt ist cool, wir müssen schneller sein an der Kreuzung, da müssen wir hin. Irgendwo geht's denn hier weiter, hier. Na, ist kaputt. Totally broken. Oh, warte. Was ist denn das bitte? Das hatte ich ja noch nie gehabt, wirklich. Und jetzt wieder rein. Lag das an den Kühen, aber die waren noch direkt um mich herum. Okay, betreten. Ich gehe wieder zu den Kühen. Wechsel zur Flinte. Zack, zack, zack. Ihr Ratten, ihr. Hallo, hallo, hallo. Ich habe keine Rüstung an. Ah, okay. Ich glaube, wir haben die Schwierigkeiten von diesem Event effektiv geheilt. Jetzt sind sie umgangen. Mehr oder weniger. Ist das die Goldrüstung vom Board? Alter Schwede. Alter Schwede. Hat ein bisschen was von den Ketten von Ali G. Also ich finde es ja super. Action. Wie viel Schutz haben wir eigentlich für Holly Feuer? Holly? Wie geht's dir, Holly? 87, das reicht, ne? Ich beim nächsten Mal. Ein bisschen rauszoomen. So ist immersiv. Nabend! Nabend! Hallo, hallo, hallo. Ihr miesen Kröten, ihr. Hier könnte noch ein Bär kommen. Wo ist der nächste Gegner? I! I! Wow! Und du lebst auch noch, ne? Das können wir nicht so stehen lassen. Ich könnte natürlich die Schüsse auch noch aufladen, aber bei den normalen Gegnern hat das oft wenig Sinn. Aber dann beim Anführer, ne? Da können wir uns das gerne nochmal zweimal überlegen. Ich habe nämlich ansonsten keine große Waffe mit dabei. Oh, 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 oh. Hallo? Was war denn das jetzt? Jetzt? Boom! Ach, ich hau einfach drauf. Das wird schon. Das wird schon. Na los. Ich glaube, hierfür brauchen wir aber Hochspannungshefeweizen, wenn wir das Ding noch buffen wollen. Und das sollten wir natürlich tun. Spritze, Spritze. Oh nein, nein. Den Bug gibt's immer noch. Dass man oft nichts anderes machen kann, außer schießen mit dem Gauss-Schrotflintchen. Ja, schießen oder wegstecken und dann kann man sich erst heilen. Aber geschafft ist geschafft. Wie schön. Wie schön. Wir haben es. Vorsichtig, Fliege. Da können Krankheiten dran sein. Und sie sind schleimig. Wow. Wie detailliert die Augen waren. Echt krass. Zuckerbömmchen, bitte. Und ansonsten weiß ich nicht. Ich gebe auch mal einen Daumen. Gleich mal den Kram zerlegen und dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, den Schäferstab, ja, der kann... Der kann genau, bitte verwerten. Oh, schön, dass das jetzt geht. Also das ging ja früher nicht. Da musste man erst das Herz dann umständlich im eigenen Inventar erstmal entfernen. Oh, danke schön. Legendary Kram für umsonst. Naja, das sag ich doch nicht. Nein. Wunderbar. Excellent. Wir können weitermachen. Was war da noch? Genau, wir wollten zu Sylvia oder Supermutanten umbringen. Oder noch besser, Verbrannte töten. Eine Sekunde, da kenne ich doch eine Location. Ach, ist schon besetzt, ne? Naja, im schlimmsten Fall müssen wir rein in unsere eigene Instanz und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch. Und hier bitte ich eine kleine Aufnahmelücke zu entschuldigen. Ich hatte die Aufnahme, naja, vom Einsetzen her versäumt gehabt nach der Schnellreise. Wollte mich drum kümmern, bin gestorben und habe dann... Naja, aus Wut schon mal ein paar Supermutanten getötet. Wir müssen nur noch einen töten. Es ist fast geschafft. Aber ihr habt nicht viel verpasst. Ihr kennt ja Westek, oder? Habt ihr bestimmt auch irgendwo schon mal gesehen. Das war's. Wir sind durch. War jetzt vielleicht nicht die beste Einsatzsituation für Wumsi. Vorsichtig. Explosion. Und schon wieder, ich kann nicht nachladen. Ich kann nur die Waffe wegstecken, wieder rausholen und dann nachladen. Die haben den Gauss-Schrotflinten-Bug immer noch nicht repariert. Ich habe bestimmt ein gutes Jahr jetzt nicht mehr mit einer Gauss-Schrotflinte gespielt. Aber naja, ich will nicht rumjammern. So ist das halt manchmal.
Auch schön, dass wir wieder ständig wirklich von jedem Gegner die Munition bekommen. Also so gut wie von jedem Gegner die Munition bekommen, die wir verwendet haben, um den Gegner zu eliminieren. Ich bin im richtigen Lot, aber ich bin blutig wie die Hölle. Was ist denn hier los? Vielleicht mal die Schüsse aufladen. Das sind ja auch Supermutanten, ne? Ein Stückchen stärker als Blähfliegen, aber nicht viel. Come on. Mhm, nochmal bitte. Danke sehr. Ist okay, ja, wir müssen die Schüsse da schon aufladen. Das geht nicht anders. Wumsi, vielen Dank. Wir haben großen Respekt und Bewunderung für dich. Aber rein brauchen wir jetzt nicht. Wir wollen rüber zu einer verbrannten Location. Und danach sollten wir uns mal wieder darum kümmern, dass wir verwandte Seele zurückbekommen. Wie gesagt, ich wollte mich um die Aufnahme kümmern und bin dann hier jämmerlich gestorben, weil ich nicht aufgepasst habe. Weil ich effektiv abgelenkt war. Naja gut, aber das passiert. Aber ab jetzt voller Fokus im Sniper-Rino-Loadout. Und da kommt auch schon unser erstes Opfer. Rüber! Zack, geht doch. Da hinten ist ja noch einer. Vorsichtig. Durch die Büsche ist ja noch einer. Sind das Starlight-Bären, die abgepflückt wurden? Gibt es davon mehr hier? Oder ist das nur ein vereinzelter Strauch? Die würde ich so gerne bei mir im Garten anbauen können. Da kommt noch einer. Na! Na! Na geht doch. Meine Güte. Ist wirklich ein Strauch, ne? Schande. Können wir jetzt nicht zufällig Turbodünger raufwerfen. Das wäre es. Oh mein Gott, hätte ich viel weniger Probleme bei der Erstellung von Besuchertee. Turbodüngergranaten habe ich immer genug. Aber leider funktionieren die nur im eigenen Garten. Oder auch in fremden Gärten. Das wäre zumindest ein Anfang. Was? Ist alles weg hier? Na gut, dann will ich woanders hin. Eine Location, wo es draußen Verbrannte gibt und nicht wenige. Morgentown, oh Morgentown, du wunderschönes Städtchen. Welche Überraschung hast du heute für uns parat? Wir wünschen uns ein paar Verbrannte. Verbrannte da hinten. Habe ich einen schon gesehen. Aber es ist wirklich nur einer, ne? Zack, geh rüber, Mensch, noch sechs, ja? Vielleicht kriegen wir die hier, ansonsten lösen wir das Event aus. Ihr wisst schon, das eine. The one and only. Da ist noch einer. Wir überraschen ihn. Und da ist noch einer. Übel. Da war selbst ich jetzt überrascht. Und dich noch. Okay, weiter. Da kommt noch einer angeschlichen. Vom Zelt aus bitte. Nee, Quatsch, vom LKW aus. Oder wittert er uns dann schon? Das werden wir gleich feststellen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Na gut. Oh, warte, Mensch. Das lohnt sich ja richtig. Ging nicht. Der Busch war im Weg. Es war wirklich der Busch. Das brauche ich mir jetzt nicht ankreiden. Geleitete Meditation. Naja. Aber es sind Ghule, keine Verbrannte. Verbrannte wären auch ganz nett. So, rennt mal ein bisschen. Genau, tu mal was für dein Geld. Und ich glaube, Kollisionskurs wurde schon abgefeuert. Da ist aber noch einer, ne? Nee, Quatsch. Ach, guck mal, da drüben. Gut getarnt. Direkt vor dem Brückenpfeiler. Oder nee, dem Schienenpfeiler. Wir haben's. Nice, danke sehr. Und nun, pflanze etwas. Genau, richtig. Wir sollen noch was pflanzen. Bei Silvia um die Ecke. Und zwar was ganz, ganz Billiges. Silvia, oh Silvia. Ich glaube aber, wir sind falsch bewaffnet, wenn da Gegner sind. Es könnten Ghule da sein, ne? Da haben wir natürlich wenig zu melden, da mit dem Scharfschützengewehr. Aber wir haben ja immer noch Wumsi. Oh, guck mal, es sind Ratten. Sehr schön. Na dann. Oh Gott, Silvia, warum tust du uns das an? Das kam jetzt ein bisschen plötzlich. Ich wollte die Aufnahme eigentlich erst hier starten. Aber da kam diese Maulwurfsratte und schoss mir ein Pfeil ins Knie. Okay, ich glaube, wir haben es, ne? Da ist noch eine. Und hier ist noch ein. Die ist ganz krustig. Das ist ja widerlich. Und es ist immer noch nicht vorbei. Voller Fokus. Fantastic. Halt dich bereit. Völlig überpowered. Und auch hier gerade nur im Wetz lösbar. Aber geschafft ist geschafft, können wir. Na, aber sicher. 30 Ocken. Letztes Mal waren es 100. Wahrscheinlich, weil einer hier so fleißig gebaut hat. Aber ein bisschen wurde auch hier wieder gebaut. Aber nur ein ganz klein bisschen. Wir müssen was anpflanzen. Wir müssen nur, ja, aber auch ernten. Ach, guck mal einer an.
Da lösen wir hier zwei Fälle mit einer Aktion. Wie schön, wie schön. Na, dann machen wir das gleich fertig. Wir müssen sowieso den Grundkram hier einsammeln. Ja, 2, 4, 6. Achso, das sind wieder... es muss wieder einzeln gepflückt werden. Da fehlt, da zählt auch der grüne Daumen jetzt gerade nicht. Ist natürlich ein bisschen doof, aber kein Problem. Ist fertig, ne? Ich glaube, wir haben auch genug Grundzutat. Müssen wir im freien Kameramodus bauen. Wobei, ich glaube, man geht immer auf Nummer sicher, ohne selbst jetzt zu gucken, wenn man einfach im freien Kameramodus baut. Weil wenn wir im freien Kameramodus bauen müssen und im freien Kameramodus sind, zählt das. Und selbst wenn wir nicht im freien Kameramodus bauen müssen und trotzdem darin bauen, zählt es trotzdem. Gut zu wissen. Nahrung bitte. Und jetzt bauen wir hier. Was das Zeug hält, bis es Ka-Ching macht. Bis es Ka-Ching... Oh, das war's schon. Nee, das war was anderes, oder? Das war's. Genau. Klasse. Und wir haben ohne Ende Klingenkorn noch in der Tasche, welches wir natürlich idealerweise auch gleich noch umwandeln wollen in... Richtig. Weil es so bock. Machen wir uns nichts vor, es wird jetzt nicht ewig mit Wumsi weitergehen. Ist nicht schlecht, das Teil, aber von der Handhabung irgendwie doch sehr einseitig.